Ja, wenn schon Grossanlässe, dann schon einer nach dem anderen. Das Davos ist das Weltwirtschaftsforum WEF erst gerade zu Ende gegangen und schon strömen die Leute wieder zu Tausendsten hier auf den Berg drauf. Diesmal sind es aber nicht die Vertreter aus der Wirtschaft, sondern die Sportler, und zwar aus gutem Grund. Heute starten hier die FIS-Junioren-Weltmeisterschaften. Und das freut jemand besonders. Guten Morgen, Urs Winkler. Guten Morgen. Sie sind der OK-Präsident. Das heisst, für Sie geht heute jahrelange Planung und Organisation zu Ende. Sind Sie erleichtert? Sehr erleichtert, ja. Der erste Lauf der Damen, Riesenslalom, ist sehr gut über die Bühne. Das Wetter spielt auch mit, die Piste ist gut. Und jetzt läuft gerade das Abfahrtstraining der Herren. Und der erste Augenschein ist auch sehr positiv. Im Jahr 2015, also vor 3 Jahren, ist entschieden worden, dass Davos die Junioren-Weltmeisterschaften austragen darf. Wieso hat gerade diese Destinationsrennen gemacht? Was denken Sie? Ja, Davos hat sicher einen guten Namen. Es ist eine Wintersportdestination im Herzen der Berge, der Alpen. Und es ist sicher schön, wenn die Schweiz auch als Land wieder mal eine Weltmeisterschaft für die Junioren durchführen kann. Eben über 300 Athleten aus 50 verschiedenen Ländern starten da. Was bedeutet so ein sportlicher Grossanlass für Davos? Ja, das generiert natürlich Übernachtungen. Das geht auch raus, den Namen Davos. Wir haben Livestream, alle Wettkämpfe werden Livestream übers Internet in die Welt rausgetragen. Und das ist sicher auch für Davos als Wintersportdestination sehr positiv. Ein Grossanlass, das heisst, wie viele Leute haben da geholfen, wie viele sind da beteiligt gewesen, dass das stattfinden konnte? Das sind unzählige. Eben im 2015 war das eine kleine Gruppe gewesen, oder eine Person auch. Vor allem dort mal vom Skiclub und von der Bergbahn, die das können akquirieren für Davos. Jetzt haben wir über 270 Helfer, die da tagtäglich im Einsatz stehen. Über 270 Helfer, auch Freiwillige? Das sind alles Freiwillige, das ist richtig. Auch so schafft vollkommen freiwillig. Da haben es Leute, die Ferien genommen haben, die extra da gekommen sind, die hier auch übernachten. Aber das sind alles freiwillige Helfer, die sich tagtäglich einsetzen, dass die Jungen möglichst gute Verhältnisse haben. Also ein riesiger Einsatz. Nur schon zum Pistenbereit machen hat es ja zig Leute gebraucht. Die Pisten sind speziell bewässert worden, also die sind pickelhart, eisig. Entspricht das jetzt der Weltcup-Norm? Ja, vielleicht noch nicht ganz Weltcup. Auf der Herrenseite schon. Man muss sich vorstellen, wir haben letzte Woche 1,70 Meter Neuschnee bekommen. Man hätte den Schnee müssen binden, aber man tut heute einfach auf dem Niveau die Pisten wässern, damit auch die hinteren Startnummern eine gute Chance haben, dass es nur kleine Rillen hat und nicht riesige Schneekanäle. Aber müssen sich jetzt die jungen Fahrer nicht extrem daran gewöhnen, um auf so einer pickelharten Piste zu fahren? Nein, die da sind, die sind gut. Oder? Vor allem von den grösseren, bekannteren Nationen, die sind sich an das gewöhnt. Die können wunderbar mit dem umgehen. Im Gegenteil, die wollen das so. Die haben das Material so abgestimmt, die haben so trainiert. Und kommt ihnen entgegen. Das ist null Problem. Also ist es aber auch, dass die jungen Athleten eigentlich wirklich so in das Feeling vom Weltcup reinkommen? Ja, sicher. Das ist einmal ein Grossanlass. Da tut das Herz ein bisschen mehr pöppeln. Da geht es um Medaillen. Aber der Weg nachher in die Weltcup, der ist schon noch sehr, sehr weit. Aber wenn man jetzt hier Gold gewinnt an den Junioren-Weltmeisterschaften, was hat das für einen Stellenwert, die Medaille? Ist das so ein Sprungbrett denn eigentlich für den Weltcup? Ja, das ist sicher eine Bestätigung für die Athletinnen und Athleten, die Medaillen gewinnen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, dass ihr Umfeld gut geschafft hat. Aber jetzt müssen sie bescheiden bleiben und auf dem Boden bleiben. Und das muss Motivation sein, um weiterhin den Weg zu gehen und härter sich zu arbeiten. Das heisst, da muss man vielleicht jemanden auch ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken, wenn jetzt so ein Junge Goldmedaille gewinnt an den Junioren-Weltmeisterschaften. Ja, ich glaube, im Moment des Erfolgs müssen sie es feiern und geniessen. Das ist irrsinnig. Aber nachher müssen sie es wirklich als Motivation nehmen, dass sie vielleicht sogar noch ein härter arbeiten und den Weg konsequent weitergehen. Urs Winkler, nebst dem, dass Sie OK-Präsident sind, sind Sie auch Direktor vom Sportgymnasium Davos. Das heisst, da fahren heute auch ein paar Schülerinnen von Ihnen mit, unter anderem Nicole Goth oder auch Stephanie Jenal. Ist das jetzt ein besonderes Gefühl für Sie? Sind Sie da stolz, um den Schülerinnen zuzuschauen? Ja, Nicole Goth fährt morgen im Slalom, Stephanie Jenal fährt und Lorina Zelger. Ja, da ist man sicher stolz und auch unheimlich nervös. Unheimlich nervös? Ja, ja, da ist man nervös, wenn die eigenen Schüler fahren. Also das heisst, da fiebern Sie richtig mit und führen an?
Ja, anführen nicht. Man muss natürlich auch so kein Präsident oder bei Co-Präsident, dann muss man schon ein bisschen neutral sein. Aber das Herz schlägt schon höher. Ja. Heute stehen wir zu Davos am Pistenrand, fiebernd mit den Junioren mit. Bald fahren dann die grossen Skias an den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Werden Sie dort auch dabei sein? Ja, ich habe das Vergnügen, dass ich nach Korea gehen und einen Haufen Wettkämpfe live mitverfolgen darf. Und ich glaube, die Schweiz hat hervorragende Athletinnen und Athleten in verschiedenen Disziplinen, Schneesport und anderen Disziplinen. Und ich glaube, wir können wirklich positiv und erfreut nach Korea schauen. Also, aber diese Woche schauen wir jetzt zuerst mal, wie sich die Schweizer Ski-Junioren schlagen, bevor es an den Olympischen Spielen weitergeht. Wie es aussieht mit dem Nachwuchs im Schweizer Ski-Zirkus, das erfahren wir am Nachmittag vom Nachwuchschef von Swiss Ski.